Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um dieses Nachtsichtgerät gehen, und zwar um das Night Vision, welches eine 4K-Auflösung hat. Was es genau damit auf sich zu tun hat, erkläre ich gleich später noch. Und zwar ging es einfach darum, ich wollte seit Ewigkeiten schon ein Nachtsichtgerät haben. Die lagen aber immer in der Preisklasse so 400, 500 Euro. So, und das hier kostet 150 Euro. Da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es aus. Wenn es was ist, dann behalte ich es. Und wenn nicht, dann schicke ich es zurück. Kurzes Fazit, ich habe es behalten. Und ich erkläre euch gleich warum. Ich packe das Ganze jetzt einfach mal aus. Das Ganze wird in so einem Hardcase geliefert. Da ist so ein Tragegurt noch separat dabei. Und wenn man das Hardcase dann öffnet, hat man hier zum einen so ein kleines Netzfach, wo halt die Bedienungsanleitung drin ist. Ein Reinigungstuch ist dabei, beziehungsweise dieses USB-Ladekabel, denn hier drin ist ein Akku verbaut. Und dieser Akku dient zum einen dafür, natürlich die Nachtsichtfähigkeit herzustellen, und zum anderen wird darüber dieses Display mit Strom versorgt. Das heißt, ihr haltet diese Richtung oder diese Seite in die Richtung, wo ihr hinschauen wollt, und schaut dann von der Seite einfach nur auf das Display. Es ist also kein klassisches Fernglas, wo man quasi die Okulare direkt an die Augen hält, sondern man schaut alles schön über das Display ab. Und das Coole hier dran ist, es gibt einen Ein-Ausschalter, es gibt verschiedene Helligkeitsstufen, die man nachts auswählen kann. Das heißt, wenn ihr nachts etwas beobachten wollt, ist die Standardstufe natürlich einfach nur, dass das Display einfach das zeigt, was man sieht. Das heißt, das Bild wäre dann logischerweise schwarz bei Nacht. Und dann könnt ihr aber in drei Stufen einstellen, wie stark diese Nachtsichtwirksamkeit sich ausprägen soll. Und ich muss sagen, das ist wirklich fantastisch. Also ich habe schon meine Katzen draußen bei Nacht beobachtet, habe versucht, die Autos so zu erkennen beim Vorbeigehen, habe sogar Eichhörnchen in den Bäumen gesehen. Und ich habe mir gedacht, okay, das gefällt mir und das macht genau das, was ich möchte. Deswegen werde ich es behalten. Was auch cool ist, ihr habt hier eine Zoom-Funktion dabei. Das heißt, über die beiden Tasten kann man hiermit entweder reinzoomen bzw. hier rauszoomen. Und somit könnt ihr das auch als ganz klassisches Fernglas hernehmen und halt damit die Bereiche, die ihr beobachtet, halt vergrößern. Und hier, das ist natürlich verstellbar, also ein verstellbares Okular, eben um die Scharfsicht einzustellen. Das heißt, je nachdem, was ihr beobachtet, ist das ja näher oder weiter entfernt, und dementsprechend muss man halt das Okular hier vorne etwas einstellen. Aber ihr kriegt am Ende das Bild gestochen scharf. Hier steht es sogar drauf, far, near, weit, nah. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal mein Handy, gehe mal raus auf den Balkon. Es ist jetzt noch Tag, das heißt, ich werde euch dann einfach mal zeigen, wie gut das Display überhaupt funktioniert, wie gut das mit der Vergrößerung funktioniert, etc. Und ja, auf Nacht werde ich dann halt nochmal rausgehen, die gleichen Bilder nochmal zeigen, damit ihr auch direkt den Vergleich habt zwischen Tag- und Nachtaufnahmen. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt einfach mal raus auf den Balkon gegangen und entschuldigt bitte, dass sich das Display ein bisschen spiegelt hier. Normalerweise würde man das ja nicht abfilmen, sondern einfach noch näher mit den Augen näher an das Display gehen. Dann hat man natürlich keine Spiegelung. Und was natürlich ärgerlich ist, ist diese Verwacklung. Aber es ist gar nicht so leicht, das Display ruhig abzufilmen. Ich kann euch aber versichern, das Bild bleibt die ganze Zeit stabil stehen. Und eigentlich wollte ich diese Tageslichtaufnahme einfach nur mal machen, damit ihr die Qualität des Displays seht. Denn nachts wird das jetzt nicht unbedingt so klar, wie detailreich das Display das wirklich darstellt. So, und im nächsten Schritt habe ich dann einfach mal angefangen, nachts zu filmen. Ihr seht es, wenn ihr ein bisschen an dem Nachtsichtgerät vorbeischaut, es war wirklich stockfinster, man hat gar nichts gesehen. Und in dem Moment, wo ich das Nachtsichtgerät einschalte, das ist jetzt Stufe 1, kann man alles wunderbar erkennen. Hier sind die Bäume, die hat man im ersten Teil bei der Tageslichtaufnahme auch noch gesehen, beziehungsweise auch gesehen.
Und ja, ihr seht es ja, man kann wirklich alles sehr gut erkennen. Natürlich würden sich jetzt bewegende Objekte, wie zum Beispiel Menschen oder Tiere, noch etwas weiter hervorsetzen. Ihr habt es gerade gesehen, da ist so eine Mücke oder Motte oder irgendwas an dem Nachtsichtgerät vorbeigeflogen. Und die schimmern richtig weiß auf. Und ihr seht es ja, sobald ich das Display mal vor der Kamera wegnehme, ist es direkt stockfinster. Es war wirklich brutal dunkel. Man konnte keine 20 Meter weit sehen. Und wenn ich auf die Standardeinstellung gehe, da wo ich die Tageslichtaufnahmen mitmache, sieht man auch, dass das Nachtsichtgerät einfach gar nichts erkennen würde. Es funktioniert also auch nur dann, wenn man halt diese Nachtsichtfunktion einschaltet. Ergibt ja auch Sinn. Und interessant ist hierbei, dass das eben Stufe 1 ist, wo ich sagen würde, das ist bereits ausreichend, denn man kann bereits alles erkennen. Hier habe ich irgendwas in dem Gebüsch gehört. Ich glaube, es war eine Katze oder vielleicht ein Eichhörnchen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber interessant ist halt, dass es auch noch eine zweite und dritte Stufe gibt, die ich jetzt gleich mal einschalten werde. Und dann seht ihr, bei Stufe 3 ist das Ganze schon sehr, sehr aufgehellt. Also fast schon zu hell, meiner Meinung nach. So viel zu dem Nachtsichtgerät Night Vision 4K. Wichtig dazu ist zu sagen, es gibt eine ältere Version dieses Nachtsichtgerätes, die hat dann 1080p Auflösung. Ihr müsst halt selbst entscheiden, was euch da wichtiger ist. Ich persönlich würde halt die 4K Variante empfehlen. Aktuell gibt es die für 189,99 €, allerdings mit einem 50 € Gutschein. Je nachdem, wo ihr schaut, es gibt die zum Beispiel bei Amazon, es gibt die bei eBay. Ich denke, ihr werdet das Ganze auch aus China importieren können. Ich weiß es nicht genau, ich selber habe es in Deutschland gekauft. Und für 149 € habe ich gezahlt. Aktuell wäre es für 139 € zu haben. Ich denke, das ist für das Gerät ein super Preis. Ich meine, ihr habt die Bilder gesehen. Ich weiß, es ist nicht so ganz leicht mit dem Handy das Display abzufilmen. Ich hatte auch überlegt, ob ich mit dem Nachtsichtgerät ein bisschen durch den Wald laufe, damit ihr mal so wirkliche Eindrücke sehen könnt. Aber es war einfach nicht möglich, die ganze Zeit das Display genau in der Höhe des Handys zu halten, dass das nicht die ganze Zeit verwackelt oder unscharf ist und sowas alles. Das wäre ja auch Schmarrn und das würde dem Gerät nicht gerecht werden. Tatsache ist, ich wollte immer schon so ein Nachtsichtgerät haben. Ich bin immer davon ausgegangen, die kosten 600, 700, 800 € oder vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mir sicher, dass es sehr hochwertige Geräte gibt, die auch weit über 1000 € kosten. Aber für mich persönlich reicht das hier. Wenn ich überlege, 150 € dafür ist ein super Preis. Man kann damit auf jeden Fall nachts, wenn man unterwegs ist, einfach mal schauen oder beim Campen, wenn man irgendwas im Wald hört. Mal schauen, ist das jetzt ein Wildschwein, ist das ein Reh, ist das ein Mensch oder was weiß ich was. Man kann sich auf jeden Fall immer wieder die Gewissheit damit verschaffen und das Bild ist wirklich gestochen scharf, auch wenn das vielleicht bei den Handyaufnahmen nicht so rüberkam. Es ist ein super Bild, was ihr da seht. Es ist wirklich gestochen scharf und ihr könnt auf jeden Fall alles erkennen. Wie gesagt, ich habe meine Katzen damit problemlos erkennen können und alles. Gestern bei der Aufnahme, die ich heute Nacht gemacht habe, habe ich auch was rascheln im Wald gehört, habe es aber leider nicht so schnell finden können, bevor es wieder verschwunden ist. Das wird wahrscheinlich so ein kleines Eichhörnchen gewesen sein. Wäre natürlich auch cool gewesen fürs Video, aber sowas kann man leider nicht vorprogrammieren. Ja, so viel zum Nachtsichtgerät Night Vision. Ich finde es wirklich perfekt. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass man damit natürlich auch Aufnahmen erstellen kann. Das heißt, es hat einen integrierten Speicher. Ihr könnt damit Videosequenzen aufnehmen, ihr könnt Fotos erstellen. Es gibt halt diese drei verschiedenen Beleuchtungsstufen. Bei Stufe 3, habt ihr gesehen, ist das Ganze schon sehr, sehr hell. Und hier war es wirklich stockfinster. Man hat gar nichts gesehen. Es ist auch Neumond. Es war also wirklich rappelfatzeldunkel. Und trotzdem konnte man mit dem Nachtsichtgerät alles erkennen. Ich finde es wirklich geil. Und wenn ihr auf sowas steht, dann würde ich euch sowas empfehlen oder eben die 1080p Variante. Es gibt auch günstigere Versionen, da müsst ihr dann halt einfach mal schauen, ein bisschen googeln und schauen, wie da die Bewertungen sind. Aber hier bei dem Gerät sind sie tatsächlich durchweg positiv. Ja, und ich finde auch absolut gerechtfertigt. In dem Sinne bedanke ich mich für euer Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, das fördert meinen Kanal und fördert auch meine zukünftigen Projekte. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Wandervideo und ich mache das jetzt immer so im wöchentlichen Wechsel, damit halt beide Seiten meiner Interessensgebiete so abgedeckt werden, weil ein Zweitkanal wird sich für mich aktuell einfach noch nicht lohnen. Aber trotzdem, wenn ihr mehr erfahren wollt,
dann bleibt gerne dabei, abonniert den Kanal und dann hoffe ich, dass ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.